Bitte. Bitte schön. Bitte gerne. Ja, meine Damen und Herren, ich habe eben ein Wunder erlebt. Es muss jetzt ungefähr 66,5 Berliner Haushalte geben, die sowohl ein Buch von Wolfgang Schäuble als auch ein Buch von mir haben. Ich glaube, das ist eine Rarität. Und das finde ich auch gut übrigens. Sie haben ja viele... Ich finde es gar nicht so bemerkenswert. Da haben Sie für Baden-Baden recht, aber in Berlin ist es schon was Besonderes. Wir heißen aber immer noch Baden, nicht? Ja, aber ich war auch oft schon in Baden-Baden und da ist mir das mal irgendwie ganz anders erklärt worden. Habe ich wieder vergessen. Ja, Baden-Baden ist die Stadt. Ja. Aber in der Stadt leben sehr viele, übrigens schon traditionell, nicht Russen. Ja. Immer schon, es war ja für Russen, für wohlhabende Russen, immer schon das Thermalbad und dann das Casino. Oh ja. Und, da war Dostojewski. Ja, klar. Ja. Vieles, vieles. Ja. Sie haben viele Reden gehalten, darunter auch sicherlich viele bedeutende. Aber zwei sind mir in besonderer Erinnerung. Das eine war Ihre Rede 1991. Und zwar eine wegweisende Rede zum Umzug von Bundestag und Teilen der Bundesregierung von Bonn nach Berlin, die wohl eindeutig mit dazu beigetragen hat, eine Mehrheit im Bundestag zu gewinnen. Warum war das für Sie eine so wichtige politische, kulturelle und emotionale Frage? Naja, ich bin eigentlich ein Mensch, der meint, was er sagt. Und wir hatten doch in der alten Bundesrepublik, war doch immer klar, Berlin ist die deutsche Hauptstadt. Solange Deutschland geteilt ist, ist Bonn stellvertretend für Bonn, für Berlin Hauptstadt. Aber wenn wir eines Tages die Teilung überwinden, wann, ob, wie, wird man sehen. Aber das war, für mich war überhaupt keine Frage. Ich kann mich noch erinnern, Anfang 1990, kam der Bonner Oberbürgermeister Daniels, hieß der. Der war Mitglied der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, war aber Oberbürgermeister von Daniels, wollte einen Termin beim Bundesinnenminister, na klar. Und dann habe ich noch überlegt, was will er? Und dachte, der kommt womöglich, um zu sagen, dass Bonn Hauptstadt bleiben muss. Das war aber noch lange vor der Volkskammerwahl, also noch vor dem 18. März. Also der Daniels kam und sagte, ja, es geht ja jetzt doch und wer weiß und vielleicht wird alles viel schneller und besser und überhaupt. Ja, sag ich, ja, ja, klar, und muss schon irgendwie so schmunzeln und sagt, aber dann ist doch klar, Bonn muss natürlich Hauptstadt bleiben. Da sag ich, Herr Daniels, das meinen Sie aber nicht im Ernst. Doch! Und ich musste einfach nur lachen. Ich hab schall gelacht. Dann habe ich gesagt, pass auf, ich gebe Ihnen eine Bescheinigung, dass Sie mannhaft beim Innenminister sich dafür eingesetzt haben, dass Bonn Hauptstadt bleibt. Die können Sie auch Ihrem Stadtrat zeigen. Aber dann sagt er, nein, 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 nein. Dann sage ich, was haben Sie denn gesagt bei Eintrag ins Goldene Buch, wenn die sich die Staatsbesuche da ein... Ja, Bonn stellvertretend für Berlin, solange Deutschland geteilt ist. So, sehen Sie. Sagt, da werden doch nicht mehr damit gerechnet. Es ist halt dumm gelaufen. Ne? Aber dann habe ich festgestellt, es gab in der Bundesrepublik in allen Parteien eine Mehrheit gegen einen Umzug nach Berlin. Und es gab in der Bevölkerung auch eine Mehrheit. Ich habe es nicht verstehen können. Ich habe es nicht verstehen können. Ich bin immer noch stolz auf die Jungunion Baden-Württemberg. Die hat
im April 1990 auf einem Parteitag der CDU Baden-Württemberg. Es war gerade die Ablösung von Erwin Teufel, von Lothar Späth zu Erwin Teufel. Die beide waren für Berlin. Es war völlig für Bonn. Die westdeutschen Ministerpräsidenten waren alle für Bonn. Alle. Unglaublich. Jedenfalls hat die Junge Union einen Antrag eingebracht, der Parteitag der CDU Baden-Württemberg möge sich für Berlin aussprechen. Und dann habe ich, ich war zum ersten Mal im Rollstuhl wieder auf einem Parteitag, bin so von hinten auf die Bühne und saß da. Und dann kam jemand von der Jungen Union, ob ich auch reden würde. Sag ich, ja, finde ich gut, dass er den Antrag eingebracht hat. Wird nicht einfach sein, aber pass auf, ich rede. Und wir müssen mit dem Tagungspräsidium verabreden. Ich rede als Letzter vor der Abstimmung. Da konnten die nicht anders. Und der Hans-Jochen Vogel, ja, der hat es verstanden. Der hat gesagt, er sei völlig, zum ersten Mal habe ich ein großer CDU-Landesverband sich für Berlin ausgesprochen. Ja. Ich will nur sagen, ich bin ja auch ein bisschen stolz darauf, dass die 17 Stimmen von uns, ja klar, das war ja eine kleine Gruppe, wenn die für Bonn gewesen wären, dann wäre Berlin nicht der Sitz vom Bundestag und Bundesregierung. Das ist wahr. Die SED oder PDS und der Schäuble haben Berlin zur Hauptstadt gemacht. Richtig. Und auf diese Gemeinsamkeit musste mal hingewiesen werden. Sie haben mit Vehemenz, jetzt kommt die zweite Rede, gegen die Verhüllung des Reichstages durch Christo gesprochen. Ja. Wieder eine leidenschaftliche Rede, aber diesmal ohne Erfolg. Und was mich interessiert, nachdem der Reichstag eingehüllt war, hat sich da Ihre Meinung geändert? Ja. Haben Sie gesagt, war doch das? Habe ich oft nicht genug öffentlich gesagt, ich hatte einfach nicht recht. Nicht recht, gut. Nein, nicht recht. Das ist ja gut. Ja, ich fand es nicht auch schön. Aber habe ich es verstanden. Ich hatte gesagt, nein, würde das Vereinigte Königreich mit dem House of Commons, also dem britischen Unterhaus, so umgehen, oder die Franzosen mit ihrer, ja, Assemblée, oder die Amerikaner mit ihrem Weiß der Kuckuck. Und habe, also ob Weißes Haus oder Kapitol oder was auch immer, ich habe jedenfalls gedacht, das. Und als ich es gesehen habe und gesehen habe, wie das dazu beigetragen hat, dass die Bevölkerung, dass Kommunikation plötzlich verstanden hat, ja, Berlin ist und der Reichstag ist unsere Hauptstadt. War ja auch lange umstritten, ob es der Reichstag dann sein sollte und so. Aber so. Zum Glück entscheiden darüber die Berliner Taxifahrer und die fahren immer zum Reichstag. Ja. Kann man machen, was man so will. So. Und insofern war das, ja, aber das habe ich oft gesagt. Wenn sich halt vor einiger Zeit, der Norbert Lammert, der war ja für Bonn, aber der war natürlich für Bonn, die Rita Süssmuth übrigens auch, weil sie Nordrhein-Westfalen und. Klar. Und jedenfalls haben sie in der Adenauer Stiftung eine Veranstaltung gemacht mit Christo. Und als Laudator hat er mich gebeten. Das war. Ja, aber er hatte übersehen, dass der Christo bei mir gewesen war in der Zeit, und das hat er auch geschrieben. Er hat gesagt, er hätte ein Gespräch mit mir geführt. Ich sei der Einzige gewesen, der mit ihm lange geredet hätte und mit Jean-Claude und hätte ihm meine Argumente gesagt. Also er hätte mich nicht überzeugt, aber ich hätte immerhin mit ihm darüber geredet. Jedenfalls in der Adenauer Stiftung hat dann natürlich Norbert Lammert sich nicht verkneifen können zu sagen, dass ich ja für die Verhüllung war und so. Dann sage ich, ja, das weiß ich schon. Es war auch klar, dass Sie darauf zu sprechen kommen. Aber wissen Sie, habe ich gesagt, wenn es nach Ihnen gegangen wäre, dann hätten wir auch nicht verhüllt, dann hätten wir den Umzugsbeschluss gar nicht gemacht. Das stimmt. Übrigens sind Sie auch dafür, dass die letzten Teile der Regierung von Bonn nun irgendwann mal nach Berlin ziehen? Oder sind ja, Sie nur dazu äußere ich mich nicht mehr, weil ich habe meinen Teil für Berlin getan. Das ist wahr. Und den Rest soll jetzt die Berliner machen. Ja, ja. Sie
Sie sorgten für Aufsehen, als sie erstmalig vorschlugen, eine Grüne zur Vizepräsidentin des Bundestages zu wählen. Heute ist es kaum noch vorstellbar, welche Auseinandersetzung dies damals nach sich zog. Das galt noch als unvorstellbar. Woher hatten Sie dieses sichere Gefühl, es ist soweit? Es war nicht so schlimm. Das wird alles hinterher viel dramatischer gemacht. Die Sache war, wir hatten ja nach den Regeln im Bundestag, geht es ja nach der Stärke der Fraktion. Also hatte die CDU-CSU 2, die SPD auch 2. Oder so irgendwie war es, ja. Die FDP auch 1, ne? Nein. Nein. Oder wir hatten beide, ich war also jedenfalls, nee, wir hatten den Präsidenten und 2 Vizepräsidenten und die hatten 2 Vizepräsidenten, so war's. Und dann kam der Fischer zu mir, wir haben einen an die FDP abgegeben. Wir hatten also keinen CDU-Vizepräsidenten, sondern die CSU und FDP. Aber wir hatten ja einen Präsidenten. Und dann kam Fischer, der war Fraktionsvorsitzender oder irgend sowas bei den Grünen und hat mit mir da geredet. Wir waren ja Fraktion, ja, Fischer war ja im Kopf, ist ja auch ziemlich gut. Naja, doch, also muss man wirklich sagen, auch was der Mann geleistet hat in seinem Leben. Wir waren auch nicht immer einer Meinung, aber er war auch ein veritabler Gegner. Aber er sagte, ja, da kriegen wir ja wieder keinen. Dann sage ich, naja, das müssen Sie dann mal mit der SPD besprechen. Wir geben einen an die FDP, dann sollen die ihn doch eingeben. Ja, das machen die aber nicht. Ja, sage ich, das ist ihr Problem. Dann haben wir uns so ein bisschen angeguckt und dann sage ich, naja, hören Sie mal, wenn wir das gemeinsam machen, dann können wir natürlich entscheiden, wir wählen nur einen von der SPD und einen von Ihnen, zumal ich die Antifolmer ja geschätzt habe. Und dann sagte er, ja, würden Sie das machen? So, ja klar, aber Sie müssen natürlich wissen, es wird Ihnen in der SPD auch nicht nur Freude schaffen und Freunde schaffen. Ja, also gut. Und meine Fraktion fand das eigentlich pfiffig. Solche Sachen fanden sie gar nicht so blöde, nicht? Wenn, also die SPD ärgern war ja, ja. Noch. Und dann haben wir das so gemacht und das war ja dann auch okay. Finde, das ist ja viel verrückter. Am Anfang, als die Grünen das erste Mal im Bundestag kamen, war lange zuvor, 83. Ich war gerade, also gut, wir hatten ja, aber dann hatten wir ja die Neuwahl, 83, und da kamen die Grünen im Bundestag. Und da waren sie noch so und haben sie einen halben Wald reingetragen und dem einen den Kurs. Da war Schilly noch Fraktionsvorsitzender bei den Grünen und überhaupt. Dann ging es um die Frage der Sitzordnung im Plenarsaal. Weil im Plenarsaal saßen, in der Mitte saß CDU-CSU, links die S, also aus der Sicht des Präsidenten, links die SPD, rechts die FDP. Jetzt, wo sitzen die Grünen? Der SPD-Fraktionsvorsitzende Vogel hat, der konnte ziemlich stur sein, gesagt, links von der SPD sitzt niemand. Naja gut, dass wir die Grünen... Also aus der Sicht von vorne. Ja? Ja. Dass wir die Grünen nicht zwischen CDU, CSU und FDP setzen, ist auch klar. Wollten die Grünen noch gerade. Und dass wir sie nicht rechts von der FDP setzen können, war nicht auch klar. Das heißt, SPD und Grüne waren sich einig, sie wollen so sitzen. Zwischen Union und SPD. Ja. Und aber die SPD musste bei uns nachgeben. Wir konnten dann doch links von ja, da sitzen. Konnten sie dann, ja. Da war dann. Das ist wahr, aber das war eben später. Ja. Und jetzt haben sie mir, und dann saß natürlich die Grünen immer unmittelbar vor dem Rednerpult. Die haben strategisch eine günstige Position, auch ja, für Zwischenrufe und so. Nicht? Und in den ersten Jahren war das schlimm. Und dann haben viele in der CDU-CSU gesagt, es war ein Fehler, die Grünen in die Mitte zu setzen. Der Weigel hat das auch mal dann gesagt. Dann habe ich gesagt, Theo, red doch keinen so Mist. Wenn die sich einig sind,
SPD und Grüne, dass sie so rumsitzen wollen, können wir doch nicht sagen, ihr macht es andersrum. Können wir doch nicht machen, sowas macht doch die Mehrheit nicht. Deswegen fand ich auch schäbig, was sie jetzt in dieser Legislaturperiode gemacht haben. Ich kann es irgendwo verstehen, aber es war ein bisschen schäbig. Hätte man der CDU, CSU nicht antun müssen, zumal ich jetzt noch weiter da oben im sechsten Rang da auf diesem Teppichboden mit meinem Rollstuhl erfahren muss. Der Teppichboden ist nicht sehr rollstuhlfreundlich, das heißt, ist anstrengend. Und die 5 Meter, die ich da mehr habe, die nehme ich jedes Mal den übel. Ja, nein, ich finde, man muss nie versuchen zu demütigen, in keiner Hinsicht. Das kann man sich einfach verkneifen. Ja. Sie haben übrigens mal sehr gestritten, um das zu bestreiten, müssen wir gar nichts weiter dazu sagen, will ich Ihnen bloß erzählen, für die Erhöhung von Steuern, um Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit und Sozialkosten finanzieren zu können. Das waren vielleicht Auseinandersetzungen mit der FDP, weil die das überhaupt nicht einsah. Aber auch solche Auseinandersetzungen haben Sie geführt. Wir gehen mal einen Sprung weiter. Sie spielten bei der Herstellung der deutschen Einheit eine herausragende Rolle. Wie kam es zu der Überlegung, einen Beitritt nach Artikel 23 zu machen und nicht den Weg über Artikel 146 zu gehen, was ja eine neue Verfassung bedeutet hätte, die das Grundgesetz abgelöst hätte, wobei die Verfassung sich wahrscheinlich sehr ähnlich gewesen wäre mit dem Grundgesetz. War das eine Zeitfrage oder was entschied darüber? Naja, ich meine, ich ärgere mich da inzwischen über die Debatten zu jedem Jahrestag der deutschen Einheit, weil ja inzwischen immer mehr Journalisten vor allen Dingen, aber auch der Bevölkerung sagen, das war alles zu schnell, das hätte man viel langsamer machen müssen und die in Bonn haben halt das alles überrollt und der Kohl und was weiß ich und womöglich auch noch der Schäuble, ist ja egal. Ich habe eine genaue Erinnerung. Als am 9. November 1989 die Mauer fiel, da waren ja Ihre Freudentänze noch begrenzt. Aber ich kann mich erinnern, dass ziemlich viele Menschen ziemlich glücklich gewesen sind. Sehr glücklich. Und von da an waren jeden Tag Zehntausende, die in die Bundesrepublik kamen und da bleiben wollten. Daraufhin hat ja Lafontaine, der war damals Kanzlerkandidat der SPD, der hatte gesagt, naja, jetzt, wo Sie ja kommen können, brauchen Sie ja nicht zu bleiben. Und dann habe ich gesagt, wollen wir wirklich in Deutschland die Freizügigkeit einschränken? In Deutschland kannst du eben, ich kann entscheiden, ob ich in Baden lebe oder in Mecklenburg. Das hat der Bund nicht, also jetzt haben die gerade die Frage, das werden wir nicht machen. Wir werden es unter keinen Umständen machen. War hoch umstritten, auch in der CDU. Die Bevölkerungsmehrheit in der Bundesrepublik war nach 14 Tagen 80% dafür, jetzt wollen Sie ja nicht bleiben, jetzt können Sie zu Besuch kommen, dann können Sie wieder zurück. Ja, wäre aber gar nicht gegangen. Und infolgedessen wäre, wenn wir nicht schnell die Einheit zustande gebracht hätten, wäre die DDR an Menschen, an jüngeren Menschen, und vor allen Dingen auch an solchen Menschen, die gute Berufschancen im Westen hatten, ziemlich leer gewesen. Und deswegen, wir haben nicht das Tempo bestimmt, sondern die Menschen in der DDR und auch die haben dann am 18. März gewählt. Ich kann Ihnen auch das Wahlergebnis sagen, kann Ihnen auch die Wahlbeteiligung ungefähr sagen. Und deswegen, es war eine Entscheidung der klar großen Mehrheit der Menschen in der DDR. Und die wollten nicht warten. Die wollten nicht ein neues Grundgesetz, sondern sie wollten in Freiheit leben. Ganz einfach. Und sie wollten natürlich auch Wohlstand haben. Ja gut, wieso wollen wir den Menschen verwehren, dass sie besser leben wollen, wenn sie das Recht dazu haben die Möglichkeit. Und deswegen musste es schnell gehen. Und dann ging es immer schneller. Auch Lothar de Maizière, mit dem Sie auch befreundet sind. Wir sind, also insofern haben wir ja mindestens gemeinsam einen Freund, einen guten Freund. Ja, schauen Sie, der Lothar de Maizière hat mir gerade zu meinem Geburtstag geschrieben, die Freundschaft mit mir sei für ihn das schönste Geschenk der Einheit. Der ist ja mit nicht allem ganz glücklich, wie wir wissen, aber damit ist er glücklich, habe ihm zurückgeschrieben, das gilt auch für mich. Ich mag ihn wirklich sehr und der wollte nicht,
der wollte nicht so schnell, der wollte in Würde. Er sagt, wir bringen das selber in Ordnung und dann drehen wir bei, aber nicht so schnell. Aber es ging immer schneller und nach und nach. Schon während der Verhandlungen zum Einigungsvertrag. Ich hatte ja die Idee, die stammt von mir, dass wir der DDR anbieten können, wenn sie will, also einer demokratisch regierten nach der Wahl eines Parlaments, dass wir die Bedingungen, unter denen sich die Einheit vollzieht, vorher vertraglich regeln und es dann rechtlich bindend machen, indem wir es ratifizieren. Die Idee stammt von mir, die Konzeption im Wesentlichen auch. Deswegen bin ich da auch stolz drauf, bin dafür auch Ehrendoktor geworden. Den habe ich auch wirklich verdient. Und ja, das hat übrigens, es hat nicht in einem Komma vom Bundesverfassungsgericht eine Korrektur gegeben. Es ist vielfältig angegriffen worden. Wir haben ja unglaubliche Auseinandersetzungen innerhalb in Bonn führen müssen. Das war furchtbar. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls haben wir das gemacht, aber noch während der Verhandlungen hat Lothar de Maizière gesagt, Kohl angerufen, wusste ich gar nicht, es muss schneller gehen. Wir schaffen es nicht mehr so lang. Es muss schneller gehen. Wir kriegen das, weil natürlich so ist es mit den Menschen, das wird ja, die Erwartungen werden immer... Ja, vor allen Dingen gab es dann ja auch schon die Währungsunion, das brachte ja nur alles durcheinander in der ja, DDR. Ja gut, aber die Währungsunion war ja nun ganz notwendig. Ja, klar. Entweder die D-Mark kommt, bleibt die D-Mark, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. So war der Ruf, nicht? Und Sie wissen auch, dass aus dem Ruf wir sind das Volk sehr schnell der Ruf geworden ist, der Mehrheit. Es ist immer Mehrheit, Minderheit. Eine Minderheit ist anderer Meinung. Ich habe großen Respekt. Die friedliche Revolution ist nicht von der Mehrheit gemacht worden, sondern von einer Minderheit, die sich dann beschweren. Aber die dann die Mehrheit errungen hat. So gehen ja auch Revolutionen erfolgreich. Das ist eine große Leistung. Und die haben natürlich dann in der Bürgerbewegung ihre schwere Enttäuschung erlebt, weil plötzlich... Ich war am 18. März abends bei Bündnis 90, die waren ja so bitter enttäuscht. Ah ja. Da habe ich zu ihnen gesagt, ja, ihr habt das alles eingeleitet, aber ihr benehmt euch wie die Richter über die Leute. Die Leute wählen nicht ihre Richter. Ja. Da wurden sie nachdenklich, was eben für die Zeit ein bisschen stimmte. Sie haben ja auch viele Gespräche und Verhandlungen mit Günter Krause geführt. Wie waren die Gespräche und Verhandlungen und seine spätere Entwicklung? Also ist mir eher peinlich, ich glaube Ihnen auch, ist auch egal. Aber wie war er damals? Günter Krause war auch ein Freund, der hat ein bisschen hinterher dann sein Leben ein bisschen, ist manches nicht so gut gelaufen, das tut mir wirklich weh. Er war ein Anständiger, war unglaublich engagiert. Hat sich unglaublich für die Menschen eingesetzt. Er kannte alle Details. Er war unermüdlich, unerschöpflich. Also ich habe ihn wirklich ganz hoch eingeschätzt und es hat mir so leid getan, dass er dann hinterher auch mit eigenen Fehlern das... Das fand ich alles nicht so schlimm. Dschungelcamp, das war das Ding für mich zu viel. Ja gut, da war er so abgesunken. Natürlich habe ich auch gesagt, mein Gott. Ja. Mein Gott, was tut er sich noch an? Ja. Aber wissen Sie, es gibt auch Dinge, die dann wieder für ihn sprechen. Er hat ja dann seine Frau hat sich getrennt von ihm. Die Kinder sind bei ihm geblieben. Die Schwiegereltern übrigens auch. Das spricht ja nicht unbedingt nur gegen ihn. Und jetzt kommt ja die Geschichte. Am Ende, das war nur, wie immer, sind ja am Ende nur zweitklassige Affären, die den letzten Anstoß geben, diese Putzfrauengeschichte. Er wusste von der Putzfrauengeschichte nichts. Das hatte seine Frau gemacht, er hatte anderes zu tun. Er hat nie gesagt, das war meine Frau. Und deswegen bleibe ich dabei, im Kern ist der Günter Krause ein anständiger Kerl. Das stimmt, das ist beachtlich. Ich habe trotzdem eine inhaltliche Frage. Warum wurden von der DDR so gut wie nichts übernommen? Ich meine jetzt nicht Ampelmännchen und grüne Abbiegepfeile, sondern ich meine der höhere Stand der Gleichstellung der Geschlechter oder die Sekundärrohstofferfassung.
Weil wenn man das übernommen hätte, hätten die Menschen das Gefühl gehabt, im Osten, wir haben im falschen System gelebt, aber doch einiges geleistet, was jetzt für ganz Deutschland übernommen wird. Und die Menschen im Westen hätten erlebt, dass durch das Hinzukommen des Ostens sich in einigen Punkten ihre Lebensqualität erhöht. Wollte das die Regierung der DDR nicht? Wollten Sie das nicht? Das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, weil wir bei der Gleichstellung der Geschlechter, der Sekundärrohstoffverfassung oder Berufsausbildung mit Abitur oder so, da gab es so ein paar Punkte, da hätte man sagen können, ja, da sind die eben komischerweise weiter. Was meinen Sie mit Gleichstellung der Geschlechter genau? Damit meine ich, dass etwa 95% der Frauen berufstätig waren, dadurch nicht mehr abhängig waren von ihren Ehemännern, dass es ausreichend Plätze gab an Kindertagesstätten, dass es Möglichkeiten gab zur Nachmittagsbetreuung an Schulen, dass man begriffen hatte, dass Ferien länger dauern als Urlaub, dadurch gab es Ferienspiele. Also so ein paar Geschichten, wo man sagen hätte, das könnten wir ja auch mal so ins Auge fassen. Verstehe und stimme soweit zu, ja. Nein. Ich füge allerdings hinzu, ja, bei uns, wir haben einen längeren Weg da genommen in der alten Bundesrepublik in der Frage der Gleichstellung der Geschlechter. Ich habe jetzt ich bin übrigens 1976 Mitglied in einer Enquete-Kommission, tatsächliche Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern geworden. Ja, das hat mich damals schon interessiert, weil ich 3 Töchter habe. Und die 3 Töchter sind einen anderen Lebensweg gegangen als ihre Mutter. Ja. Weil ihre Mutter hat noch, also sie ist da, deswegen muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Aber für unsere Generation war noch, wenn man die Möglichkeiten hatte, es eigentlich klar, als wir ein Kind bekommen haben, hört sie erst mal auf zu arbeiten. Ja. Das war so. Und heute überlegen die jungen Frauen, die Frauen, wo haben wir ein Kind und wie machen wir das? Im Zweifel, bevor sie in eine Partnerschaft eingehen, regeln sie schon, was machen wir, wie machen wir es mit Kindern. Das ist anders geworden. Das habe ich auch gelernt. Und da ich damals schon anfing zu begreifen, bin ich damals schon ein Dicker. Und in der Tat war die Frage, damals war noch mehr, wie kann man Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen. Da waren wir nicht gut. Wir haben zu lange nicht die Ganztagsschule. Wir haben zu lange auch nicht verstanden, dass Kitas für die Integrationsschulen, für die Integrationschancen von Kindern, die aus weniger guten Familienverhältnissen aufwachsen, viel besser und viel wichtiger sind. Also da haben wir viel Rückstand gehabt. Aber anderes ist auch wahr. Es gab damals eine Untersuchung, wie hoch ist der Anteil der häuslichen Arbeit, die von Männern und von Frauen erledigt wird. Ja. Der war in der DDR genauso hoch wie in der Bundesrepublik, obwohl die Frauen alle berufstätig waren. Aber ich kann Ihnen 2 Dinge erzählen. Das erste ist, ich habe ja zu DDR-Zeiten auch viele Scheidungen gemacht. Da gab es 2 interessante Entwicklungen. Das eine ist, dass bei den Jungen, nicht bei den Älteren, da war es so, wie Sie es beschrieben haben, also die waren doppelt belastet, beruflich und Haushalt. Aber bei den Jungen fingen die sich an, das zu teilen. Das klingt erstmal gut, war auch gut, aber es hatte einen Nachteil, dann wollten die Männer auch die Kinder haben bei Scheidung. Weil die ja sagten, ich habe ja genauso viel investiert wie du. Das heißt, diese Auseinandersetzungen wurden viel härter. Ja. Und dann gab es noch eine Erscheinung, die ich erstaunlich fand. Als ich anfing als Rechtsanwalt 1971, war ich 23 Jahre alt, da kamen, sagen wir mal, auf 19 Männer, die fremdgegangen waren, mal eine Frau. Als ich aufhörte als Anwalt in der DDR, war es halbe, halbe. Und wissen Sie, woran das lag? Wenn du nur Hausfrau bist, lernst du auch keine Männer kennen. Wenn du aber beruflich tätig bist, stellst du natürlich fest, es gibt ja Männer, die sind netter als dein eigener, etc. Und insofern, ich habe diese beiden Feststellungen. Und dann will ich Ihnen noch eine Sache erzählen, wieso ich immer von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern spreche und so weiter. Ich habe natürlich früher auch Frau Staatsanwalt gesagt oder so, nicht Frau Staatsanwältin. Und da gab es mal einen Kommentar in einer Zeitung und da schrieb einer, das ist alles Quatsch, die Frauen wissen ganz genau, dass sie mitgemeint sind, wenn der männliche Begriff verwandt wird.
Und da gab es einen Leserbrief, der Kommentar hatte nichts mit mir zu tun, ich hatte den ja auch nicht geschrieben. Da gab es einen Leserbrief, da schrieb eine Frau, ja, tausende Jahre wurde jetzt immer der männliche Begriff verbannt. Und da waren die Frauen mit gemeint, sie schlägt für die nächsten 2000 Jahre vor, immer den weiblichen Begriff zu verwenden. Und da sind die Männer mit gemeint. Und dann kam ihr Schlusssatz, dann heißt es ab heute Herr Rechtsanwältin Gysi. Das wollte ich nicht werden. Das wollte ich nicht werden. Und da habe ich das begriffen. Allerdings, wenn ich das sagen darf, das große I, den Doppelpunkt und das Sternchen, das mache ich nicht, weil ich nicht etwas schreibe, was ich nicht sprechen kann. Und ich will auch nicht zweimal machen in einem Satz. Aber vielleicht bin ich altmodisch. Sagen Sie uns damals etwas, gerade bei der Deutschen Einheit, zur Rolle von Helmut Kohl, von Michael Gorbatschow, von François Mitterrand, von Margaret Thatcher und George Bush. Die waren ja sehr unterschiedlich, die Rollen, soweit ich das feststellen konnte. Naja, die Geschichte ist, glaube ich, relativ einfach. Die Amerikaner hatten ein ziemlich unerschütterliches Vertrauen, dass Kohl im Atlantischen Bündnis bleiben würde und dass es nicht wieder eine nationale Entwicklung eines vereinten Deutschland geben würde. Hm? Kohl hatte mit dem Vollzug des NATO-Doppelbeschlusses, das war diese Geschichte mit den Raketen, mit der Raketenstationierung, die hatte Helmut Schmidt initiiert, richtigerweise, aber er ist daran, in seiner Partei hat er die Unterstützung verloren. Ja. Und Kohl war überzeugt, das muss gemacht werden. Und hat das dann auch 83 gemacht. Das war für ihn eine ganz schwierige Entscheidung. Ich war ja ganz nahe mit ihm zusammen. Ich weiß zum Beispiel, ich war mit dem Hubschrauber, als er zu dem Hubschrauberpiloten, der ihn von Bonn nach Ludwigshafen geflogen hat, gesagt hat, fliegen Sie doch mal über die Stadt, ich will mal wenigstens von oben diese Demonstration im Hofgarten sehen. Und da habe ich verstanden, was der Mann jetzt für eine Verantwortung trägt. Das ist nicht einfach. Habe ihn dann auch in Ruhe gelassen. Wir haben dann gar nicht geredet auf dem Flug, weil ich gedacht habe, das muss er alleine machen. So wie der Schröder heute Entscheidungen treffen muss, da hilft ihm kein Habeck und kein Lindner und niemand. Die muss er alleine treffen, das ist nicht einfach. Gut. Aber Kohl hatte nun dieses Vertrauen bei den Amerikanern. Margaret Thatcher ist bekannt. François Mitterrand hatte nicht seinen besten Moment, weil er natürlich auch nicht wollte. Und Gorbatschow war ein Getriebener. Gorbatschow ist ja im Grunde der klassische Fall des Zauberlehrlings. Ja. Er hat eine Entwicklung in Gang gesetzt, die wollte er überhaupt nicht. Ja. Er wollte die sozialistische Sowjetunion stark machen und nicht schwach und gar zerstören. Aber er war, und deswegen ist er natürlich ein wahrer Friedensnobelpreisträger, bevor er einen ernsthaften Krieg, ich meine, er war nicht so ganz Litauen, die sehen das anders, aber ein Weltkrieg, dann hat er lieber seine eigene Macht und damit auch das Schicksal seines Landes in Kauf genommen. Und dafür hat er den Friedensnobelpreis wirklich verdient und aus deutscher Sicht sind wir ihm unheimlich zu Dank verpflichtet. Und er hatte ja dann auch gesagt, er hatte die Brezhnev-Doktrin aufgehoben, ja. Mit dem Rückzug aus Afghanistan schon. Zum ersten Mal hat die Sowjetunion den Krieg verloren. Das war eigentlich klar, das kann sie gar nicht überleben. Nach der Theorie von Karl Popper können totalitäre Systeme keine Irrtümer eingestehen. Es ging ja auch nicht mehr so furchtbar lange, na wie auch immer. Er war ein Getriebener. Und der hat dann auch gesagt, okay, dann, also Kohl hatte gesagt, wir müssen ihm helfen, dass er das in der Sowjetunion durchsetzen kann. Ja. Dafür haben wir für damalige Verhältnisse, heute sind das ja alles Peanuts-Summen, nicht? Ja.
Aber damals waren das ja schon erhebliche Summen. Aber das hat alles nichts genützt. Wissen Sie, was mir Mitterrand Ende Dezember gesagt hat? Er hat erstens vor so jungen Leuten wie mir gewarnt. Damals war ich ja erst 41. Aber entscheidend war, dass er gesagt hat, ich fürchte gar keine Situation wie vor dem Zweiten Weltkrieg. Ich fürchte eine Situation wie vor dem Ersten Weltkrieg. Das ist interessant. Darüber habe ich länger nachgedacht. Also woher auch diese Befürchtung kam. War trotzdem ganz interessant. Was glauben Sie, woran liegen die Probleme mit der deutschen Einheit heute? Weil die Umfragen ja immer unterschiedliche Sichten hergeben. Ich finde das ja nicht so schlimm. Es sind eben unterschiedliche Sozialisationen und wir müssen einfach lernen, damit zu leben. Ja, aber ich habe noch immer, aber ich sehe es natürlich, ich bin ja Protestant. Sie haben mich ja am Anfang gefragt, wie das mit meiner Kirche ist. Und die Protestanten sehen eigentlich die Fehler zunächst einmal bei sich selber. Wir gucken mehr nach dem Splitter im eigenen Auge als nach dem Balken im anderen. Das ist in der politischen Auseinandersetzung, muss man das manchmal ein bisschen weglegen. Da heißt natürlich, ja klar, ja Logo, so ist der Wettbewerb. Sie können im Fußball auch nicht aufs eigene Tor schießen. Da können Sie Torschützenkönige werden, aber Sie werden beim nächsten Mal nicht mehr aufgestellt, nicht? Aber jetzt im Ernst, und wenn man da ist, für mich immer noch, dass wir im Grunde denken, und das machen wir heute mit den Osteuropäern ganz genauso. Richtig. Ja, gut, ihr müsst erst einmal noch so weit kommen, wie wir schon lange sind. Strengt euch mal an, oder ich kann es jetzt mal auf Alemannisch oder Badisch-Schwäbisch sagen. Hallo, wir haben auch 40 Jahre lang für unseren Wohlstand schaffen müssen. Jetzt müssen die halt auch erst einmal, bevor wir alles zahlen und geht jetzt alles Geld da rum und überhaupt dieses Wir und Dir. Und wissen Sie, was das Allerschlimmste daran ist? Die Unterschiede zwischen Ost und West in Berlin sind nach allen Umfragen über Jahrzehnte härter gewesen als zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Ja. Es waren ein geringerer Anteil von Westberliner in Ostberlin als von Westdeutschen in der DDR. Richtig. Noch 20 Jahre nach dem Fall der Mauer. Und das habe ich den Berlinern, ich bin ja Ehrenbürger, gesagt, so benimmt man sich nicht als Hauptstadt. Ja, ich will Ihnen was sagen, einen alten Westberliner können Sie eher totschlagen, bevor der nach Ostberlin zieht. Und einen alten Ostberliner müssen Sie auch totschlagen, bevor der nach Westberlin zieht. Ich verstehe es nicht. Aber da stoße ich auf dieselben Fronten. Sie wurden immer als Kronprinz von Kanzler Helmut Kohl angesehen, spielten auch diese Rolle. Warum machte Helmut Kohl die Richtung doch ein bisschen kaputt, indem er Sie zu Unzeit diesbezüglich vorschlug? Ich habe das schon damals nicht verstanden. Also ich habe immer die Kronprinzenrolle abgelehnt, obwohl Sie dagegen können Sie ja medial auch wenig machen. Ich habe gesagt, in der Demokratie gibt es keine Personalentscheidungen auf Vorrat. Das stimmt auch. Ja. Sehr. Und ein Kronprinz ist ja auch keine so glückliche Rolle jetzt mal bearbeiten. Weiß Gott nicht. Ja gut, ich habe den Kronprinz, damaligen Kronprinz jetzt im vergangenen Jahr beim Volkstrauertag. Als Hausherr war ich da noch im Reichstag und muss sagen, das ist ein derartig, der hat da mich auf mich einen so charmanten, überhaupt nicht überheblichen, aber du hast jederzeit das Gefühl gehabt, das ist der Kronprinz. Ja. Also ich habe eine ganz andere Meinung übrigens auch von seiner Frau gehabt, als man so vorher von Klar. ihm hatte. Und deswegen hat er vielleicht noch eine Chance, diese Institution auch über diesen Generationswechsel im Wechsel. Ist aber deren Problem. Jedenfalls in der Demokratie gibt es das nicht. Und ich wusste im Übrigen, der Kohl hört nie freiwillig auf. Nie. Und ich war auch immer überzeugt, da ging mein Verhältnis zu Heiner Geißler, wurde da ein Stück weit auch irrevers, also nachhaltig beschädigt. Ich habe schon 88, 89 den Versuch von Geißler Kohl zu stürzen, weil er gesagt hat, wir gewinnen die nächste Wahl nicht mehr. Das war sein Argument. Und ich habe gesagt, wenn wir ihn stürzen, verlieren wir sie mit Sicherheit.
Wir dürfen unseren eigenen Kanzler nicht stürzen. Das zerreißt die Partei. Und ich mache es nicht. Und deswegen habe ich noch am Wahltag 98 zu meiner Frau gesagt, jetzt ist gut, dass sie da ist, sie kann es bezeugen. Ich habe zu ihr gesagt, morgens, nur damit ich es einmal gesagt habe, das liebste Wahlergebnis wäre mir, es bleibt alles, wie es ist. Kohl bleibt Kanzler. Ich mache die Innenpolitik, er macht Außen und Europa. Und alles gut. Aber das wird so nicht sein. Die einzige Frage war, kriegt Schröder eine ausreichende Mehrheit für Rot-Grün? Oder kriegt er, was er gehofft hat, nur eine knappe Mehrheit, und aber wird stärkste Partei und wird dann eine große Koalition bilden. Dafür hatten wir dann alle das schon besprochen mit Volker Rühe. Aber es kam dann Rot-Grün. Und dann kam, was am Ende schlecht war. Aber ich hatte zu Rühe gesagt, wenn diese Situation kommt, machst du Parteivorsitzender. Ich wollte nicht. Und Rühe hat gesagt, nee, er will Fraktionsvorsitzender werden. Er sagt, nee, Fraktionsvorsitzender kannst du gar nicht. Da bin ich viel besser. Ich war ein richtig guter Fraktionsvorsitzender. Doch. Kommt noch eine Frage. Doch. Und deswegen, nein. Und dann hat er gesagt, nee, Parteivorsitzender will er nicht. Er hatte gedacht, Fraktionsvorsitzender ist Oppositionsführer, dann ist er gleich Kanzlerkandidat. Und so hat er das gesehen. Ich habe nicht an Kanzlerkandidat gedacht, sondern ich habe gedacht, naja, wenn wir die Wahl verlieren, dann müssen wir gucken, wie wir den Laden zusammenhalten und irgendwann werden wir wieder regierungsfähig werden. Ich habe ja schließlich mal 72 als Oppositionsabgeordneter angefangen. Und dann kam das so, Rainer Barzel kam zu mir und hat gesagt, machen Sie das nicht. Wenn Sie alleine sind, machen Sie sich so angreifbar, die geringste Krise wird Sie stürzen. Er hatte recht. War so. Norbert Blüm hat mir erzählt, dass er nach Chile reisen, Pinochet, hat er auch gemacht, treffen und ihn deutlich kritisieren wollte, was er eben auch getan hat. Aber er erzählte auch, dass er lange Zeit brauchte, Kohl von dieser Reise zu überzeugen. Warum fiel diesem das so schwer? Also der Blüm war ganz erpicht darauf, was ich auch verstehe bei seiner Art. Tja, ich glaube, da war der Punkt Kohl. Für Kohl war übrigens für mich auch, das war die Nachkriegsgeneration nach dem Zweiten Weltkrieg, das Bündnis und das Vertrauen mit den Vereinigten Staaten von Amerika war die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt in einer stabilen Demokratie leben konnten. Ohne die Amerikaner hätten es die Europäer ja auch nicht geschafft. Nach dem Ersten Weltkrieg haben sie es nicht geschafft. Und nach dem Zweiten Weltkrieg waren es auch. Und deswegen, das war das Dominante. Und da wollte er sich nicht. Ich glaube, dass das sein Motiv war. Es kam ja bekanntlich zu dem Finanzskandal in der CDU, wobei ich übrigens an die anonymen Spender von Helmut Kohl nie geglaubt habe, aber das ich ist auch nicht. Egal. Sie auch ich nicht. Ja gesagt. Da sind wir uns ja einig. Sie waren dann auch einbezogen und Ihr Verhältnis zu Helmut Kohl ging gänzlich auseinander. Ich habe darüber nachgedacht, gibt es zwischen Politikerinnen und Politikern innerhalb einer Partei keine wirklich festen Freundschaften? Na, das war ja nicht eine Frage der Freundschaft. Helmut Kohl war in einer verzweifelnden Lage. Weil irgendwie schien das zusammenzubrechen. Damals war ja, hieß es dann auch, jetzt kriegt die CDU das Schicksal der Demokratia Christiana und so war es auch ein bisschen übertrieben. Aber er hat sich ja auch so saudumm benommen, wie man sich überhaupt mit seinem Auftritt im. Alles furchtbar, da wie auch immer. Ich habe darüber meine Auffassung zu der Geschichte ja in einem Buch festgehalten. Das habe ich dann damals leicht geschrieben. Jedenfalls habe ich festgestellt, dass in dieser Affäre, ich habe ja Kohl verteidigt. Und Angela Merkel, meine Generalsekretärin, hat richtigerweise erkannt, das wird nichts. Das wird nichts, ja. Das wird nichts. Und hat dann, ja, sie hat damit, ich habe sie auch unterstützt, dass sie Parteivorsitzende werden. Da wollten ja andere ältere Herren, können ja einige, wollten da Parteivorsitzender werden, weil sie gesehen haben, mit mir wird es ja nichts mehr, das war klar.
Ich hatte auch meine Fehler gemacht, das ist so, in eigener Sache macht man immer auch Fehler. Und jedenfalls habe ich dann irgendwann gemerkt, dass Kohl auch in seiner verzweifelten Lage, sage ich jetzt mal, nicht darauf zurückgeschreckt ist, mein persönliches Ansehen zu diskreditieren, obwohl er genau wusste. Damals hat er es noch gewusst, inzwischen hat er es längst verdrängt. Der hatte eine große Fähigkeit, die Dinge sich so lange, das können andere auch, zu verdrängen, dass sie es dann selber glauben. Nicht? Man, die Erinnerung kann man ja leicht manipulieren, die eigene. Aber damals hat er es noch gewusst, dass es verlogen war. Und dass ich mit diesen 100.000 D-Mark, die ich von dem Schreiber bekommen habe, woraus ich nie ein Geheimnis gemacht habe, was mich mehr gestört hat, war, ich hatte am Tag, nachdem der Haftbefehl gegen Leisner Kiep war, im CDU-Präsidium gesagt, ich habe von dem auch die 100.000 Euro bekommen, wir müssen das gleich melden. Dann hieß es, nee, war mein erster großer Fehler, wir machen das alles, erst dann die Wirtschaftsprüfer, wir haben gesagt, alle Informationen und die sammeln und dann wird Rechenschaft gelegt. Das war unsere Linie, die war so falsch wie nur was. Ich hätte müssen sofort sagen, ja, so war das denn eben. Aber es hat niemand aus dem CDU-Präsidium, ich kenne die Teilnehmer noch, hinterher jemals gesagt, als es dann plötzlich hat dann die frühere Schatzmeister gesagt, die hatte ja bestätigt, schriftlich, dass sie das Geld bekam. War überhaupt keine Frage. Und plötzlich sagte sie, nee, sie hätte doch mir das Geld gegeben. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Und darauf kam dann, und dann kam irgendein idiotischer Staatsanwalt, er kann mich jetzt wegen Beleidigung verklagen, den Prozess wird er verlieren. Der hat ein Ermittlungsverfahren wegen uneidlicher oder wegen Falschaussage vor einem Untersuchungsausschuss gemacht. Ich habe gesagt, das können Sie doch nicht. Gucken Sie doch die Anzeigen. Dann ist man zu Herrn Schreiber, so hieß dieser Verbrecher, ja, zu 8,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Die meisten hat er, glaube ich, abgesessen. Ich weiß nicht, ob er noch lebt, ist mir wurscht. Jedenfalls haben Sie mit einem Riesenbohai sind Sie nach Kanada gefahren. Da war der abgehauen, damit er nicht hier ins Gefängnis muss. Und haben den da als Kronzeugen vernommen. Ich habe zu dem Staatsanwalt gesagt, die Aussage von dem Mann hat doch null Glaubwürdigkeit, da dürfen Sie doch nicht hinfallen. Es ist doch völlig irrelevant. Also war alles nichts und der Kohl hat mit dem konspiriert. Und als ich das gemerkt habe, um mein Ansehen zu zerstören, habe ich gesagt, Helmut, nicht mehr in meinem Leben. Ende. Ich bin zu seiner Beerdigung gegangen, also zu dem Staatsakt in Straßburg, der war sehr schön. Aber damit ist es auch gut. Ein Grüner hat mir mal erklärt, weshalb ich Freunde haben konnte innerhalb der Partei, was auch nicht so leicht war. Und dann sagt er, das liegt nur daran, dass du Parteivorsitzender wurdest zu einer Zeit, wo es keinen zweiten Idioten auf der Welt gab, der das freiwillig getan hätte. Und deshalb warst du immer unumstritten. Umstritten war immer, wer Stellvertreter wird, an die Seite darf, das alles. Und deshalb konntest du dir Freundschaften leisten, ich mir nicht. Darüber habe ich lange nachgedacht. Stimmt jetzt zwar nur für eine bestimmte Zeit, aber immerhin. Ich glaube, die Politik macht Freundschaften schwer. Nicht außerhalb. Da kann man immer welche haben, weiß ich was, zu ganz anderen Menschen. Sie waren ja, aber ja auch, ich finde, das ist doch gut. Ja. Politik ist doch, Sie können doch politische Entscheidungen nicht nach persönlichen Freundschaften und Beziehungen treffen. Und deswegen ist es gut. Ich habe auch Freunde, die durch die Politik und die in der Politik auch sind. Mit denen bin ich auch nicht immer einer Meinung. Aber das ist was anderes, sind unterschiedliche Bereiche. Also da habe ich ein begrenzteres Vorstellung von Politik. Ich treffe nicht Entscheidungen, weil ich, oder ich versuche, wenn mit jemand befreundet bin, soll ich sie für richtig oder falsch halten. Sie waren, sagten Sie ja schon, Fraktionsvorsitzender in der Opposition. Ich nur in der Opposition. Gruppen- oder Fraktionsvorsitzender. Ich finde, das macht Spaß. Hat Ihnen das auch Spaß gemacht? Na ja, klar. Naja, ich habe auch als Fraktionsvorsitzender der Koalition gute Auseinandersetzungen führen können. Aber da war mein Haupt, also der schwierigste Gegner war eigentlich
Joschka Fischer. Der war schon auch ein begnadeter Fraktionsvorsitzender, Oppositionsfraktionsvorsitzender. Besser als die jeweiligen SPD. Wobei Hans-Ulrich Klose ein prima Kollege war, aber den haben sie darüber gestürzt, dass er ein so gutes Verhältnis mit mir hatte. Ja. Das war dann für einen SPD-Politiker auch schwierig. Und zu den USA ist mir noch erzählt worden. Das ging denen auch zu weit. Was ich ja, aber in Wahrheit ist er von Hans-Jochen Vogel und Herta Deubler-Gmelin und anderen gestürzt worden, weil er mit mir zusammengewirkt hat, um eine Reform unseres Asylrechts zustande zu bringen. Ah, ja. Die war hoch umstritten. Sie war notwendig, sie ist immer noch richtig, aber das ist ein anderes Thema. Stand mal die Frage, dass Sie Bundespräsident wurden? Ich glaube ja, und dann wurde die Entscheidung für einen anderen getroffen. Hat sie das getroffen, er, oder haben Sie sich gesagt? Naja, nein, ich fand zwar ein bisschen merkwürdig, dass Frau Merkel nie mit mir geredet hat. Aber das ist anderen auch so gegangen. Hm? Das ist so, war so ihr Stil in solchen Situationen. Aber das ist der Punkt. Nein, eigentlich bin ich ein Mann der Exekutive. Ja, das kann man sagen. Das ist so. Und deswegen, aber es kam eines Tages, als es klar war, dass irgendwann dass die Amtszeit von Roman Herzog, der war Bundespräsident gewesen, zu Ende geht und dass er nicht mehr wieder kandidiert, kam der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker zu mir. Mit dem habe ich wir waren in vielen politischen Fragen unterschiedlicher Meinung, haben uns auch manchmal heftig, bei allem Respekt, gestritten. Aber ich habe ihn irgendwo verehrt. Und er hatte eine große Sympathie für mich. Und jedenfalls war das ein sehr. Er kam zu mir und sagte: Übrigens, Sie müssen dann, wenn Roman Herzog nicht mehr kandidiert, Bundespräsident werden. Und dann wollte ich ihm nicht sagen, dass ich eigentlich dieses Amt für mich nicht so anstrebe. Weil das kannst du ja Richard von Weizsäcker schlecht sagen. Daraufhin habe ich das gemacht, was man nicht machen soll. Ich habe ein falsches Argument benutzt. Nämlich habe gesagt, das geht nicht mit dem Rollstuhl. Und daraufhin hat er gesagt, also ich soll mal kein so Blödsinn reden. Ich hätte bewiesen, dass das geht. Und es würde überhaupt keinen Hindernis. Also, Eisenhower hat es auch schon bewiesen. Er hat das Argument so zertrümmert und hat dann gesagt, aber Sie müssen mit Ihrer Frau reden. Ihre Frau muss es wollen. Sie muss bereit sein, es zu wollen. Denn die trägt da auch eine schwere Last. Und dann kann ich jetzt ganz wieder bestätigen, also ich habe schon ist ganz gut vorgesorgt. Wir haben dann drüber geredet. Und für meine Frau, glaube ich, war es auch ein Stück weit eine Rehabilitierung meines. Ja, irgendwie doch, hat er mit den 100.000 nicht doch? Und ja, nichts Genaues weiß man nicht. Und dann haben wir unsere Kinder, mit unseren vier Kindern zusammengesessen, haben denen gesagt, dass das möglich sei und dass das natürlich dann auch für sie Auswirkungen hat. Und dann habe ich zu denen gesagt, und eins sage ich euch jetzt, wir werden so glücklich, wie wir heute miteinander sind, nicht mehr sein, wenn ich dieses Amt habe. Damit es so, also insofern habe ich das, und deswegen war ich eigentlich gar nicht traurig, dass ich nicht geworden bin. Aber die Debatte so und wie sie gelaufen ist, hat natürlich auch, also ich habe dann so eine, was ich alles nicht geworden bin, da kann man auch, naja gut, ich bin eigentlich mehr mit dem zufrieden, was ich leisten durfte und was ich geworden bin. Und das andere ist auch gut. Als Angela Merkel Bundeskanzlerin wurde, bekam sie in der Bundesregierung eine wichtige Rolle. Dazu nur drei Fragen. Wie schätzen Sie insgesamt das Wirken von Angela Merkel ein? Na, die ersten Jahre war sie schon sehr gut. Auch
weil sie die CDU auf ihre Art dazu gebracht hat, die moderne gesellschaftliche Wirklichkeit anzusehen. Da musste sie auch viele Kämpfe und Auseinandersetzungen führen. Ich muss übrigens sagen, ich bin im persönlichen Umgang mit Angela Merkel, kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Ich habe schon gesagt, ich habe nicht ihr Übel genommen, sondern es richtig gehalten, dass sie damals die Initiative gegriffen hat, die ich nicht ergreifen konnte, also in der Spendenaffäre. Sie hat mich 2005 im Sommer, als sich abzeichnete, dass wir die stärkste Fraktion werden könnten und sie dann natürlich auch Kanzlerin werden könnte, gefragt, ob ich, wenn das so käme, lieber Bundestagspräsident würde oder lieber in einer von ihr geführten Regierung ein wichtiges Ressort haben würde. Da habe ich ihr gesagt, ich würde lieber ein wichtiges Ressort haben. Außerdem habe ich gesagt, Sie haben einen idealen Bundestagspräsidenten mit Norbert Lammert. Darüber sind wir beide einig. Der war 12 Jahre ein sehr guter Bundestagspräsident. Und dann haben wir noch darüber geredet. Er hat gesagt, ich kann mir aber nicht ein bestimmtes Ressort zusagen. Weil das hängt auch von der Koalition ab. Dann habe ich gesagt, das weiß ich selber. Ich verstehe ja ein bisschen was von Koalitionen und so. Aber was sie hat gesagt, also das wird, die werden den Außenminister wollen und ja gut, mal so. Aber was sie mir zusagen könne, sei das erste Ressort, was auf die CDU entfalle. Also erst kommt der Koalitionspartner, dann kommt die CSU, dann kommt wieder der Koalitionspartner, dann kommt die CDU. Das erste Ressort könnte ich mir aussuchen. Und das haben wir dann noch so ein bisschen, da war jetzt schon klar, es wird im Zweifel in dieser damaligen Reihenfolge Verteidigung oder Innen sein. Und dann habe ich gesagt, dann würde ich wieder lieber Innen machen, weil Verteidigung will ich, also ich will nicht im Rollstuhl in Afghanistan die Truppenbesuche machen. Das ist, hat kein Macht. Also es geht, ich will, dann mache ich lieber wieder Innenminister. Und dann haben wir nicht mehr geredet, aber es war so. Ich habe auch gar nicht gezweifelt. Und 2009 hat sie zu mir gesagt, da war ich überrascht. Ich hab ja die Koalitionsverhandlungen dann mit Frau Leuthäuser-Schnarrenberger geführt. Und wir waren uns schnell einig, weil wir gesagt haben, wir einigen uns über das, was wir können. Und das, was wir nicht können, weil CDU und CSU und FDP in bestimmten, lass mal altern, machen wir nicht. So macht man Koalitionsverhandlungen. Und dann kam sie am Ende der Koalitionsverhandlungen und sagte, also sie möchte im Übrigen, dass ich Finanzminister werde. Und darauf habe ich gesagt, ja, das finde ich gut, aber sie tun sich was an. Wie? Sie tun sich was an, habe ich ihr ja, damals. Also, ja. Ich habe gesagt, sie wissen, so nett wie mit Steinbrück wird es nicht. Steinbrück war ja ein guter Finanzminister, hat auch die Finanzkrise zusammen mit ihr, also mit der Bankenkrise, gut gemeistert. Und ich habe gesagt, ich bin ziemlich stur, ich bin Rechthaber. Und also da wird es schwierig. Aber ich bin loyal. Und ich bin so loyal, dass ich es nicht mehr beweisen muss. Das habe ich auch bewiesen. Ich habe Versuche gegen sie zu putschen, die gab es ja dann auch, abgelehnt. Mache ich nicht. Und ich stehe dafür nicht zur Verfügung. Ich mache das nicht. Da war ich inzwischen auch außerdem so alt, dass ich sagen konnte, ich kann das auch altersmäßig, ich bin auch nicht mehr gesund. Und das ist alles gut. Aber jedenfalls, das war alles in Ordnung. Und die ersten 4 Jahre auch als Finanzminister waren gut. Ohne mich hätte sie die Europapolitik gar nicht machen können. Sie hat allerdings in bestimmten Fragen damals schon nicht auf mich gehört. Ich wollte damals schon eine richtige Währungsunion machen, die wir in den 90er Jahren nicht hinkriegten, also mit den entsprechenden Kompetenzen für die Eurozone. Und ich habe sie früh gewarnt, der EZB so eine große Rolle zu geben, weil ich gesagt habe, es geht irgendwann schief.
Aber sie hat gesagt, was die EZB macht, da braucht sie nicht in die Bundestagsfraktion, denn der Widerstand kam ja aus der eigenen Fraktion und aus der FDP auch. SPD und Grüne, ja, die Linke war halt die Linke, wie sie ist, nicht? Das ist so. Aber SPD und Grüne haben ja das eigentlich mehr unterstützt, wenn man sich die Debatten damals noch anschaut und so. Aber da waren wir. Und dann in den zweiten 5 Jahren ist es ein bisschen schwieriger geworden, aber das ist eine andere Geschichte. Wie schätzen Sie Ihr Wirken bei der, also von der Bundeskanzlerin? Ja, ich habe jetzt, ich meine, ich habe Ihre Frage bewusst nicht beantwortet. Nein, nein, habe ich schon verstanden. Habe ich schon verstanden. Aber ich will eine Sache. Aber wenn Sie mich fragen, wer sind die großen Kanzler in der Geschichte der Bundesrepublik, würde ich neben Konrad Adenauer, den würde ich auch als Nummer eins stellen, dann würde ich schon sagen, die geschichtliche Rolle von Willy Brandt hat sich zwar in 2 Jahren oder 3 Jahren erfüllt, danach war es vorüber mit der Wahl, 72 war es, er war ja dann auch persönlich schwer angeschlagen. Und dann würde ich es Helmut Kohl nennen. Richtig. Dann würde ich Helmut Kohl nennen. Nach welche Kanzler richtige Ziele hatten und dadurch eine berechenbare Politik machten. Und er hat gesagt, es gab nur 3 Kanzler. Adenauer, Brandt und Kohl. Ja, so ist es. Wir sind schon wieder einig. Wir müssen jetzt aufpassen. Also, ich wollte noch wissen, bei der Finanzkrise mit Griechenland, glauben Sie, dass richtige Schlussfolgerungen hinsichtlich der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank und für die Vertiefung der Währungsunion gezogen wurden oder dass man sich doch um solche Schlussfolgerungen eher gedrückt hat? Zu wenig Schlussfolgerungen haben wir gezogen. Der Widerstand kam aber nicht nur aus Deutschland. Aus Deutschland auch, aber auch andere Länder sind eben nicht bereit oder jedenfalls nicht so einfach bereit, Kompetenzen aus der nationalen Zuständigkeit auf Europa zu übertragen. Ja. 2017 wurden Sie Bundestagspräsident. Versuchen Sie ernsthaft, meinen Eindruck zu widerlegen, dass das nicht Ihr Traumjob war? Nein. Übrigens im Unterschied zu Norbert Lammert, der dieses Amt geradezu liebte. Und ich finde auch, Sie sind ein Mann der Exekutive, nicht der hat das Wort, der hat das Wort. Das geht einem ja irgendwie auf die Nerven, glaube ich. Nein, ich versuche überhaupt nicht, Ihren Eindruck zu widerlegen. Nein. Aber auch die Geschichte hat eine sehr persönliche Note. Ich hatte 2016 im Sommerurlaub, da sind wir immer, es steht immer die ganze Familie zusammen, auch unser Schwiegersohn Thomas Strobel, der ist in der CDU Baden-Württemberg, der Vorsitzende und Innenminister. Jedenfalls habe ich dort den Entschluss gefasst und verkündet, ich werde 2017 nicht mehr kandidieren. Ich bin 2017 75, genug ist genug. Und nun war 2016, und das muss man ja in seinem Wahlkreis bei uns ein Jahr vorher anstandshalber sagen, damit sich ein anderer, da gibt es ja viele, die warten schon seit Jahren darauf. Ne? Ja, Logo, das ist doch in Ordnung. Jedenfalls war klar, ich werde dann im Herbst verkünden, ich kandidiere nicht mehr. Und dann hat vermutlich der Thomas Strobel dem Volker Kauder, auch Baden-Württemberger, das gesagt. Und der Volker Kauder hat gesagt, das geht gar nicht. Wenn der Wolfgang jetzt erklärt, in dieser schwierigen Lage der CDU und der Kanzlerin, und ich war ein Asset für die CDU, der kandidiert nicht mehr, ist das möglicherweise der letzte Schlag. Also hat der Volker Kauder zu mir gesagt, du kannst das nicht machen, das geht gar nicht. Und der Thomas Strobel kam auch und hat gesagt, du, also damit das klar ist, du musst wieder kandidieren. Wir haben da zwar, ich weiß, aber... Und dann habe ich zum Volker Kauder, habe ich wieder das gemacht, was... Ja, ich habe zu ihm gesagt, dann muss die Angela mit dir reden. Sagte der. Und dann habe ich gesagt, naja gut, wenn die Kanzlerin mit mir reden will, sie sagt dann, sie höre, ich wolle nicht mehr kandidieren, da müsste sie mit mir reden. Wenn die Kanzlerin mit mir reden will, geben Sie mir einen Termin. Klar.
war Finanzminister. Und dann hat sie das gesagt und dann habe ich ihr meine Gründe gesagt. Wir haben überhaupt nicht darüber geredet, ob ich einer neuen Regierung angehören will. Es ging nur um die, ich darf jetzt nicht. So. Und dann habe ich schließlich wieder gesagt, na, dann müssen Sie aber mich ganz arg darum bitten, dass ich wieder kandidiere, weil ich genau wusste, und das wusste sie wiederum, dass ich das auch weiß, sie ist so intelligent, dass wir solche Spielchen auch machen konnten, dass sie das gar nicht gerne macht. Sie bittet mich nicht darum zu kandidieren. Am Schluss musste sie mich natürlich darum bitten. Also das Spielchen hatte ich gewonnen, dann habe ich wieder kandidiert. Und dann habe ich aber, gesagt, ich werde nicht mehr, also intern, heißt zu meiner Frau, ich gehe nicht mehr in die Regierung. Da sagte sie, da musst du das sagen. Da sage ich, du verstehst nichts von Politik, dann brauche ich nicht kandidieren. Ich kann nicht sagen, ich kandidiere wieder, aber ich gehe nicht mehr in die Regierung. Esset war ich ja als Finanzminister und überhaupt. Und so ging das und ich habe, jetzt kommt wieder der Protestant, was mache ich am Wahlabend? Dann muss ich natürlich sagen, denn ich lasse mich ja nicht wegdrängen. Ich habe am Abend vor der Wahl, da habe ich meinen Geburtstag gefeiert, mit Freunden, aber da waren auch welche aus der Politik dabei, dass ich nicht mehr Minister werde. Egal wie die Wahl morgen ausgeht, ich nicht. Wusste natürlich, das wird sich rumspringen, war der Sinn. Außerdem war ich damit auch gebunden. Aber ich hatte mir in der Woche, was mache ich am Wahlabend? Und dann habe ich mir in der Woche vor der Wahl kam mir, ich weiß noch genau, ich bin mit dem Handbike bei mir zu Hause unterwegs gewesen, so ein, zwei Stunden an der frischen Luft, Bewegung, tun immer gut. Und kam nach Hause und habe zu meiner Frau gesagt, ach, ich habe die Lösung. Sagt sie, was für eine Lösung? Was habe ich ihr gesagt, ich mache Bundestagspräsident. Die werden alle froh sein. Haben sie es problemlos. Und meine Leute, die für mich Wahlkampf machen, sagen nicht, du hast uns beschissen. Weil das ist ja, und das war die Lösung. Und jetzt sind sie alle gekommen vor der letzten Wahl, die Jüngeren haben gesagt, wenn jetzt alles anders wird, dann könnten sie einen nochmal 4 Jahre Bundestagspräsident machen, um so ein bisschen, aber das hat mir auch wieder eingeleuchtet. Jetzt sind wir aber dummerweise nicht mehr stärkste Fraktion. Und jetzt ist es auch gut. Jetzt kann ich beobachten, wie die Kreise kleiner werden. Und es tut mir, Sie werden mir nicht glauben, ich habe null Probleme dabei. Allerdings hilft mir meine schlechter werdende Gesundheit dabei, das gut einzusehen. Das Gespräch mit Ihnen ist so interessant, dass ich die Zeit natürlich schon restlos überzogen habe. Trotzdem, was glauben Sie, wie der Krieg Russlands gegen die Ukraine beendet und eine neue Friedensordnung für Europa gefunden werden kann? Oder sieht man da noch nirgendwo eine Lösung? Ich weiß es auch nicht. Aber meine Hoffnung ist noch immer, wir wissen, dass wir nicht ganz, wir sind ja im Grunde darauf angewiesen, zu hoffen, dass es einen Punkt gibt, wo auch Putin nicht völlig irrational sich verhält. Ist es gesichert? Ich weiß es nicht. Denn ich weiß nicht, wie er den Krieg verlieren kann. Deswegen hat Scholz ja auch immer gesagt, er darf den Krieg nicht gewinnen. Und er hat sich geweigert zu sagen, er muss verlieren. Denn der Grat dazwischen ist schmal. Jetzt glaube ich, so wie die Dinge sich jetzt aber, wir wissen jetzt nicht, was in den letzten 2 Stunden war, weil wir unsere Handys ausgeschaltet haben. Ja, es müssen ja von Stunde zu Stunde. Ja. Ich hoffe, dass die Amerikaner ihm klargemacht haben, wenn du mit einer aus seiner Sicht begrenzten nuklearen Operation, also er schmeißt irgendwo, also ich meine, das ist alles furchtbar, es ist jetzt sowas von pervers, von taktischen Atomwaffen zu reden, damit meinen wir dann Hiroshima. Ich hoffe also, auch, dass Sie ihm klar gemacht haben, dass das die Grenze überschritt. Und dass Sie ihm, ja, und dass Sie aber, dass Sie ihm das glaubwürdig klar gemacht haben, denn das ist ja das Kunst der Abschreckung, sie muss ja glaubwürdig sein, dass die Amerikaner, wenn er irgendwo
in der Ukraine oder in Europa irgendwo, es muss ja nicht gleich auf Berlin sein, ne? Eine taktische Art Atomwaffe zündet, dass sie ihm dann zwar nicht mit dem großen Nuklearschlag antworten, der dann auch die atomare Vernichtung der USA bedeuten würde, das glaubt er nicht. Ja. Jedenfalls ist die Drohung nicht glaubwürdig und damit taugt sie nicht. Sondern dass sie ihm damit drohen, dann machen wir dir konventionell in Ukraine und drumherum so schnell den Chaos. Und da seine Armee ja einen jämmerlichen Eindruck macht. Konventionell ist die Drohung glaubwürdig. Und dann müsste er in die absolute Eskalation gehen. Und dabei würden ihn dann seine eigenen Leute. Hoffentlich, aber es bleibt dann Restrisiko. Was wäre gewesen, wenn Hitler Atomwaffe gehabt hätte? Furchtbar, ja. Tja. Aber trotzdem, es kann doch nur, er wird ja nicht alles wieder rausrücken, glaube ich. Es gibt ja eine faktische, eine nicht juristische Anerkennung und so weiter. Aber im Augenblick ist Selenskyj auch nicht dazu bereit, der Westen auch nicht. Das verstehe ich ja auch. Bei Putin hoffe ich, dass er die Grenze nicht überschreitet. Also wenn er NATO-Staat angreift, haben wir einen Bündnisfall. Wenn er Atomwaffen wirft, haben wir sowas Ähnliches wie einen Bündnisfall. Und wenn die NATO jetzt einmarschierte in der Ukraine, um gegen Russland zu kämpfen, hatten wir auch einen dritten Weltkrieg. Ich hoffe ja, dass es zwischen den USA und Russland Geheimdiplomatie gibt. Sonst bin ich kein Freund von Geheimdiplomatie, aber beim Doch. Krieg mache ich immer die Ausnahme. Brauchen Sie. Wir hätten die Kuba-Krise ohne Geheimdiplomatie auch nicht gemeistert. Das hätte ich befürchte, auch dass Deutschland keine Geheimdiplomatie mit Russland hat, aber wir brauchen sie auch. Nein, wir können nicht mit Russland Geheimdiplomatie machen. Wir müssen eingebunden ins Bündnis sein. Natürlich mit Wissen der USA erzählt. Ja, aber das müssen die Amerikaner, können das selber, weil die auch da rationaler und operieren. Die haben ja auch mit China geheim. Das ist ja auch notwendig. Ja, klar. Die nuklearen Weltmächte müssen miteinander. Und Sie wissen ja auch, dass in den Tagen vor der Amtsübergabe von Trump auf Biden, ja, der oberste Verantwortliche für das Militär in Amerika seinen chinesischen Counterpart angerufen hat und gesagt hat, er wolle Ihnen sagen, was immer der Trump versuche, weil er hat überlegen, der fängt nur einen Krieg an, damit er kein Amt übergeben muss. Nee. Wir werden ihm nicht folgen. Wir werden ihm dabei nicht folgen. Aber davon hängen wir ein Stück weit ab. Der Zustand der Welt ist mit den Nuklearwaffen richtig schlecht. Ja. Aber wir haben keine Idee, wie wir die Nuklearwaffen aus der Welt kriegen. Denn selbst wenn wir sie verbieten, können wir nicht ausschließen, dass sie einer behält. Ja. Und die Fähigkeit, sie wieder zu bauen, ist sowieso schnell entwickelt. Also schwierige Zeiten. Ist es Ihrer Meinung nach möglich, den Klimawandel noch zu stoppen? Ja, nein, den Klimawandel werden wir nicht stoppen. Aber wir können, glaube ich, schon, indem wir wirklich konsequent auf Technologie und auf wirtschaftliche Innovation setzen, die Zerstörung der Lebensgrundlage, das ist ja nicht nur Klimawandel. Der Verlust der Artenvielfalt ist genauso dramatisch. Was am Meeresboden abgeht, und damit meine ich jetzt gar nicht den Krieg da um die Infrastruktur, den wir jetzt vermutlich in der Ostsee auch beobachten, sondern die Ausbeutung von Meeresbodenrohstoffen, der Kampf um die Antarktis und was da unten alles geht. Das ist alles so atemberaubend für die Lebensgrundlagen des menschlichen Lebens, jedenfalls auf dieser Erde. Das können wir mit den Fähigkeiten von Technologie, Innovation und ja auch der Effizienz einer wirtschaftlichen Ordnung, die eben viel leistungsfähiger ist, wie man aus dem Systemwettbewerb des Kalten Kriegs kennt, wenn sie die richtigen Ziele und Grenzen gesetzt bekommt. Da bin ich optimistisch, dass das zu schaffen ist, aber gemacht werden muss es.
Wie können nach Ihrem neuen Buch Grenzerfahrungen an Krisen wachsen? Ja, nur an Krisen. Weil unser Problem in Deutschland, damit ist jetzt mehr der Teil Deutschlands gemeint, der früher schon zur Bundesrepublik Deutschland gehört, als zur Bundesrepublik. Es ist uns in den letzten 70 Jahren so unendlich gut gegangen, dass wir verlernt haben, dass das nicht selbstverständlich ist. Denn für mich ist die größte Demokratie. Neben all den Krisen, ökologischen Lebensgrundlagen, Krieg in der Ukraine und gegen die, ja, das ist ja nicht ein Krieg gegen die Ukraine, sondern gegen die westliche Lebensordnung, gegen die Freiheit und weiß der Kuckuck was alles sonst. Vielleicht ist die größte Krise, dass die westliche Demokratie, also die Errungenschaften der Französischen Revolution und der amerikanischen Menschenrechtserklärung, im Westen keine genügende Akzeptanz mehr finden. Und weil wir es für selbstverständlich halten. Aber wie Obama in seiner Abschiedsrede gesagt hat, die Demokratie ist stark. Die einzige Gefahr ist, dass wir sie nicht selber jeden Tag uns dafür einsetzen. Demokratie ist eine Zumutung. Demokratie ist nicht ein Supermarkt. Der Staat ist nicht ein Supermarkt, wo Schnäppchenjäger sich möglichst günstig bedienen. Die Politik muss nicht liefern, sie muss nicht Angebote machen, sondern sie muss führen. Das muss aber auch die Opposition, aber die Meinungsumfragen stehen dagegen. Das heißt, du musst führen in der Hoffnung, später dafür Mehrheiten zu kriegen. Schwierig. Aber das ist meine große Sorge. Nur das müssen die Jüngeren machen. Die Älteren können dazu ab und zu Ratschläge geben. Aber auch da gilt, was ich auch geschrieben habe, alles im Übermaß ist falsch, deswegen versuche ich meine Ratschläge, mich zurückzubremsen. Ja. Also, ich glaube, dass die Entwicklung hin nach rechts, also ich sage mal ein bisschen Türkei, Ungarn, auch bestimmte Tendenzen in Polen, Le Pen, AfD, dass uns das allen Sorgen macht. Darüber werden wir aber heute nicht mehr sprechen. Wir müssen schon in der Schule anfangen, die Kinder über die Attraktivität von Demokratie und Freiheit zu unterrichten. Weil das so schnell vergessen wird. Sie haben, glaube ich, 5 Kinder, ne? 4. 4. Steht auch hier. Aber ich habe vorhin gedacht, 2 Töchter, 2 Söhne. Ja? Ein Sohn. Und 3 Töchter. Also aus denen ist ja sehr Vernünftiges geworden, im Unterschied zu uns beiden. Ihre Ehefrau hatte den Vorsitz bei der Deutschen Welthungerhilfe, sehr wichtig. Außerdem wollte sie einen Professor heiraten, auf gar keinen Fall einen Politiker, bekam aber sie und scheint damit ja auch zufrieden zu sein. Ich habe sie gesehen. Sie hat ja wenig Alternativen. Wir sind jetzt über 50 Jahre verheiratet. Was will sie machen? Aber sie hat den schwereren Teil davon getragen. Und da ich ein verlässlicher Mensch bin, trägt sie weiter den schwereren Teil. Sie lieben klassische Musik, das verstehe ich gut. Sie lieben aber auch Schach. Das ist mir zu kompliziert. Können Sie wirklich 18 Züge vorherdenken? Nein. Na, dann bin ich ja beruhigt. Ja. Aber Sie lieben auch moderne Literatur. Heißt das, dass Sie mit der klassischen weniger anfangen können? Nein, aber ich lese relativ viel, aber ich lese inzwischen doch sehr viel um die politischen Probleme, auch die soziologischen und die wirtschaftlichen Probleme zu verstehen. Werde immer skeptischer gegenüber den Mainstream-Meinungen, etwa auch der Geldpolitiker. Also wissen Sie, das ist, es gibt auch in der Finanzpolitik bestimmte Regeln, die sind einfach, vielleicht für einen Linken wie Sie, nicht so leicht nachzuvollziehen.
Aber ich habe als Finanzminister, habe ich am Anfang gesagt... Linke sind nie einfach. Nee. Aber es gibt einfache Regeln. Und wenn man die, und die fängen übrigens damit an, dass man den Menschen nehmen muss, wie er ist und nicht wie er sein soll. Die Ideologen wollen den Menschen so, wem wie er sein soll. Und daran geht der... Daran geht immer der Sozialismus in der Realität, hat er sein Problem, weil die Menschen lieber selber entscheiden und nicht so, wie andere meinen, dass sie entscheiden sollen. Also muss man davon anfangen, nicht? Aber jedenfalls, jetzt habe ich den Faden verloren, ich wollte ja nicht... Moderne Literatur, also dass Sie viel auch politische Literatur... Nein, schauen Sie, ich habe als Finanzminister habe ich gesagt, naja, wenn 2 und 2 40 wäre, könnte Lafontaine ein guter Finanzminister sein. Ja, weil der Finanzminister Lindner hat dieser Tage gesagt, er werde zunehmend einsam. Er hat keine Freunde, in der eigenen Regierung nicht, in den eigenen, alle wollen Geld ausgeben. Mehr Geld für alles Mögliche, weniger Steuern ist auch gut, also gut, Sie wollen Vermögensteuer oder Spitzensteuer, aber im Kern auch eher weniger Steuern und natürlich auch keine Schulden. Nur, wenn Sie das zusammenrechnen, da muss eben 2 und 2 wahrscheinlich heute schon 400 sein. 40 reicht da nicht mehr. Aber 2 und 2 ist, ich fürchte, 4. Die EZB, meine, ich bin ja mit ihr persönlich, habe ich wirklich gute Beziehungen. Wir sagen beide, wir seien befreundet, aber nicht so, dass sie meine Frau Sorgen machen muss. Mit Christine Lagarde. Aber als sie auf die Anzeichen von Inflation gesagt hat, naja gut, der leichte Preisanstieg sei durch die Schwierigkeiten bei Lieferketten, Corona und ein Tanker, ein Containerschiff, das im Suezkanal schräg lag und weiß der Kuckuck was. Also Lieferketten, Verknappung der Liefer, des Angebots. Darauf müsse man natürlich mit einer erhöhten Nachfrage reagieren. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Der Satz stimmt auch wie 2 und 2, 4. Das heißt, wenn das Angebot geringer wird, muss die Nachfrage geringer werden. Deswegen, das gleicht sich über den Preis aus. Und wer das, die haben es genau falsch rum gemacht. Und deswegen musste es schiefgehen. Deswegen haben sie jetzt diese Katastrophe mit der galoppierenden Inflation, von der im Übrigen letzte Weisheit, die ich Ihnen noch schnell sagen will, John Maynard Keynes, auf den sich alle, die gerne modern Ökonomen sein wollen, Herr Fratscher ist so ein Exemplar, er ist ein furchtbarer Blödsinn, was hier dauernd vertritt. Kann mich auch verklagen. Also, wenn wir die Inflation, und das hat John Maynard Keynes gesagt, ist die schlimmste Form sozialer Ungerechtigkeit. Wir sehen es auch. Ja, die Unterschiede zwischen Vermögenden und Nichtvermögenden werden immer größer. Und es wird auch so weitergehen. Und deswegen ist eine Stabilitätspolitik, also so eine sture Politik, dieses Menschen, der nichts im Kopf hat, außer einer schwarzen Null oder was weiß ich, die ist viel sozial nachhaltiger als das Gegenteil. Davon bin ich immer noch fest überzeugt. Deswegen habe ich auch meinem Freund, mit dem bin ich auch persönlich befreundet und ich stimme nicht in allen Fragen mit ihm überein, aber es sind ja zwei verschiedene Sphären, Friedrich Merz gesagt, ihr dürft, wenn der Lindner sagt, er sei einsam, müsst ihr sagen, nein, wir als Opposition in dem begrenzten Rahmen, bei uns kommen die Leute auch jedes Wochenende aus dem Wahlkreis und erzählen und die wollen alle, wenn ich meinem Bäckermeister, der seine in meinem Wahlkreis erklären will, ja, das muss der halt hinnehmen. Wir müssen die Angebote ein bisschen, also die Nachfrage zurückführen. Dann sagt er, der hat keine Ahnung, wie es mir geht. Und trotzdem muss politische Führung das hinkriegen. Das geht, aber es braucht Kraft und Mut. Und der ist knapp. Ich mache mir übrigens Sorgen, dass 38,5% unserer erwachsenen Bevölkerung der etablierten Politik von der CSU bis einschließlich der Linken nicht mehr über den Weg trauen. Für was? Nicht mehr über den Weg trauen. 38,5%. Ja.
Und das ist viel zu viel. 5-10% sind normal, aber 38,5% sind viel zu viel. Das ist eine Katastrophe. Aber mir macht auch Sorge, dass die Umfragen sagen, die Leute würden in ihrer Mehrheit lieber weniger arbeiten. Das ist ja schön, ich gönne es auch jedem. Aber wenn ich verstehe, wenn ich mit jungen Leuten rede und die dann sagen, ja, sie wollen natürlich Spaß haben, wenn ich frage, was habt ihr denn so im Leben vor? Spaß haben. Dann sage ich, das wird aber nicht viel werden. Das Leben ist nicht nur Spaß. Ein gelingendes Leben ist etwas, wo man das Gefühl hat, dass man etwas tun konnte in seinem Leben. Das muss nicht Arbeit sein. Es gibt Arbeit, die muss nicht viel Spaß machen. Das ist auch wahr. Sie muss aber auch getan werden. Aber wenn wir darauf nicht bessere Antworten finden, und deswegen müssen wir zum Beispiel den jungen Menschen, aber wo soll ein Kind, das in der dritten Generation von Hartz-IV-Empfängern ja. lebt und dann als Berufsziel Hartz IV hat. Wir müssen bei den Kindern schon sie nicht nur fördern, sondern auch fordern. Beides. Auch da ist die richtige Balance wichtig. Das ist nicht einfach, aber wenn wir das nicht schaffen, und deswegen müssen wir uns Alte natürlich fragen, was haben wir eigentlich mit unseren Kindern und Enkeln gemacht? Ja. Herr Schäuble, wir haben leider keine Chancengleichheit der Kinder beim Zugang zu Bildung, Ausbildung, Kunst, Kultur. Und Claudia Pechstein hat mich belehrt, ich muss immer sagen, auch beim Sport nicht, weil Pferdesport teuer ist. Da sind eben Kinder von Hartz-IV-Empfängern nicht und das muss sich verändern. Als ich das erste Mal. Also, ich unterstütze die Lisa Federle, da kann ich jetzt gleich hier mal dafür werben. Die Lisa Federle ist diese ganz eigenwillige Rotkreuz, aber sie ist Ärztin in Tübingen. Die hat eine Initiative gestartet, die heißt Bewegt euch. Und sie gewinnt, versucht, möglichst viele Sportvereine dafür zu gewinnen, jungen Menschen, die Sport zu treiben, ohne dass sie, auch wenn ihnen die Eltern nicht die Sportausrüstung, geschweige denn den Beitrag bezahlen. Und das macht sie. Wir machen das in Offenburg, haben wir das auch jetzt gemacht. Weil ich das toll finde. Solche Initiativen kann man jederzeit machen. Ich habe, als ich kürzlich mal auf Kampen, da ist das richtige Publikum für sowas, da haben die mich über die Frage Dienstpflicht für junge Generationen angesprochen. Habe ich gesagt, bin ich im Prinzip dafür. Muss man über die Einzelausgestaltung reden. Aber habe ich gesagt, wir hier, die wir überwiegend nicht von dem Thema Dienstpflicht für jüngere Generationen betroffen sind, sollten eigentlich mal drüber reden, könnten die Älteren, die nicht mehr arbeiten, weil sie im Ruhestand sind, freiwillig oder nicht, die materiell gut versorgt sind, damit meine ich nicht die prekären Verhältnisse, aber die, denen es ganz gut geht. Und es gibt, wenn sie sich die Warteschlangen an Flugzeugen schaltern und sonst in Reise, es gibt sehr viele Menschen, die sehr viel reisen, Ältere und. Könnten wir nicht mal sagen, eigentlich sollten ältere Menschen, die es können, was weiß ich, sich verpflichten, jede Woche 10, 20 Stunden ehrenamtlich bei der Betreuung von Kleinkindern, von Migranten, von Flüchtlingen. Oh, da gibt es unendlich viel, da kann man so viel machen. Und wenn ich weiß, wie dringend zum Beispiel die Tafel auch weitere Mitarbeiter sucht, weil ich gerade bei mir in Offenburg mit denen geredet habe, aber es gibt viele andere, sie können, ältere Menschen können vorlesen, ältere Menschen können in Kitas, wenn sie nicht genügend Personal haben, entlasten, wenn da noch eine Oma dabei ist, die ist da gar nicht Fach. Na, die kann fantastisch Märchen erzählen, alles so, Mögliche. Also, ja. Ja, gibt 100.000 Dinge und das kann man organisieren. Da machen wir eine App, wo sich jeder eintragen kann und dann kann jeder sagen, also diese Woche mache ich meine. Ich will Ihnen bloß erzählen, Professor Dr. Trabert, der ja unser Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten war. Ja, den habe ich auch sehr geschätzt. Und mit dem ich ja in der Ukraine war, mehrere Tage etc., der hat, das finde ich witzig, eine Poliklinik gegründet, bei sich in Mainz. Und das finde ich schon witzig, die Journalisten immer sagen, sie meinen ein Ärztezentrum. Nee, sagt er, ich meine eine Poliklinik, nur um die zu ärgern natürlich. Aber dann hat er einen Aufruf gemacht,
an alle Ärztinnen und Ärzte, dass dann nur Obdachlose und andere behandelt werden, die überhaupt nicht krankenversichert sind, und ob sie bereit sind, da pro Woche 2 Stunden das zu machen. Er sagt, Meldung über Meldung, weil es den Ärztinnen und Ärzten gut geht und die fühlen sich dann erleichtert, wenn sie sagen, Mensch, 2 Stunden in der Woche mache ich mal was anderes, unentgeltlich, und helfe Leuten, die es sich nicht leisten können. Also ich habe darüber gelernt, ja, man kann auch an sie appellieren. Ja, ja. Es gibt ja wirklich viele Ärzte, die ehrenamtlich viel machen. Ja. Und das ist die Erfahrung von dem, der ist übrigens natürlich, ja, es ärgert mich immer, dass Sie solche Kandidaten haben und nicht wir. Lieber Wolfgang Schäuble, Sie waren und sind ein bedeutender deutscher und europäischer Politiker. Sie waren und sind christlich, demokratisch, aber auch immer sozial inspiriert. Sie sind ein für mich konservativer und haben damit aber ein wichtiges Spektrum existierender Interessen für sich angenommen. Mit Oskar Lafontaine verbindet sie, dass beide hätten Kanzler werden können, es aber nicht wurden. Beide ein Attentat überlebten, beide politische Einzelkämpfer, aber ansonsten völlig verschieden sind. Sie besitzen die Fähigkeit, mit Menschen, die gänzlich andere politische Positionen vertreten als Sie, zu sprechen, zu verhandeln, ihnen zuzuhören. Wer nicht zuhören kann, kann auch nicht reden. Sie wissen, dass Ihre Meinung eine wichtige, deshalb aber andere Meinungen nicht unwichtig sind. Sie haben viele Ehrungen und Auszeichnungen erhalten, zu Recht. Wir hatten und haben selbstverständlich auch unterschiedliche Positionen, uns aber gegenseitig immer respektiert. Für Ihr gesamtes Wirken möchte ich Ihnen heute sehr, sehr herzlich danken. Vielen Dank.